hat in unserer Region viel Gutes bewirkt. Also gerade Sebnitz und Umgebung war ja im Winter sehr, sehr abgeschnitten. Kohle hat gefehlt und Brennstoffe. Und es war ein sehr hartes Leben in dieser Region. Und mit der Eisenbahn kam der wirtschaftliche Aufschwung. Und die Eisenbahn wird eigentlich in den letzten Jahren immer ein bisschen vernachlässigt. Wir müssen da, das ist eine ingenieurtechnische Geschichte und da ist so viel Potenzial drin. Und so ein Verein wie die Losterfeuer, die bringen uns immer mal wieder zurück zu den Wurzeln und erinnern uns daran, dass wir nicht immer nur nach Neuem und Alten, Besseren streben sollen, sondern uns auf unsere Wurzeln besinnen. Da ist so viel Kraft drin, da können wir so viel rausholen. Und das ist, ich denke, wie gesagt, auch die Philosophie hier im Verein. Unsere Philosophie ist jetzt eine ganz andere, nämlich eine musikalische. Und wir möchten sie musikalisch in ein Gebirge entführen, und zwar in das Transmontana-Gebirge, einen Gebirgszug in der Schweiz. Und wir haben uns gedacht, wir wohnen ja auch in einer Schweiz, in einer sächsischen Schweiz, und da passt dieses Musikstück durchaus dazu, denn wir haben hier auch eine einzigartige Gebirgslandschaft, unser wunderschönes Elbsandsteingebirge. Ganz Montana. Thank you.